Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Estranged Akt 1. Ja, wir werden jetzt das Spiel mal fortsetzen. Ich muss jetzt mal schauen. Mein Freund hatte ein wenig gespielt. Ich glaube, wir waren hier, oder? Nee, das ist ja, oder? Ja doch, das dürfte unser sein. Wir schauen einfach mal. Ja, wir waren ja stehen geblieben bei diesen tollen Kisten und den Containern. Ich bin ja da nicht über diese Container gekommen. Und ich glaube, dass wir hier richtig sind. Ja, das sieht doch ganz nach unserem Spielstand aus. Die Wachen sind alle tot, die liegen glaube ich schon am Boden. Ja, da klebt einer halb an der Wand. Ja, gut. Ich werde jetzt mein Glück nochmal versuchen. Genau, hier bin ich nicht rübergekommen. Hier bin ich zigtausendmal runtergefallen. Und es fängt auch gar nicht gut an. Und ich glaube, ich werde das jetzt offline ein wenig versuchen, damit sich das Video nicht in die Länge zieht, weil es muss ja nicht sein, dass wir hier 20 Minuten Versuch haben, wo ich versuche, hier drüber zu hüpfen. Also melde ich mich zurück, wenn ich hier drüben bin. So, ich bin endlich drüben. Ich habe es jetzt geschafft. Das ist ja echt wunderbar. Aber ich hoffe, ich falle hier nicht jetzt schon wieder irgendwo runter. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu dick. Oh, Schwein gehabt. Okay, gut. Ganz schön langsam. Schön langsam, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Oh, jetzt bin ich hier fast an dem scheiß Pfosten stecken geblieben. So, und wir müssen jetzt, so wie es ausschaut, hier runter. Wir müssen natürlich aufpassen, weil das ist jetzt alles Neuland. Ich weiß ja nicht, was uns jetzt hier draußen so erwartet. Ich hätte gern Medikit, das hätte ich ganz gern. So, die Tür ist zu, schade. Keiner auf dem Turm. Gut, dass wir den erwischt haben. Der hat ja nicht wirklich eine große Chance. Ich weiß, bisschen gemein, aber wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? So, wir schauen mal, ob wir hier hinter noch irgendwas haben. Okay, ich gehe mal stark davon aus. Okay, hier scheint keiner mehr zu sein. Ja, dann gehen wir doch. Ist das ein Hebel? Ne, das ist eine Schippe. Ja, dann gehen wir doch mal. Hat er eine Waffe? Nein, hat er nicht. Boah, wir haben ihn ja voll ins Gesicht geschossen, ne? Blach. Ja, dann gehen wir jetzt hier mal irgendwie rauf, wenn wir hier rauf können. Können wir hier rauf? Haben wir hier eine Leiter oder? Ja, haben wir. Okay, gut. Dann gehen wir die mal hier hoch und schauen, ob wir hier irgendwas haben. Hier haben wir Munition, so wie es ausschaut. Wow! Ist klar. Ich sehe mein Fadenkreuz kaum. Komm, da steht noch einer. Den habe ich gesehen. Boah, dieses Echo.
So. Scheint, als wären es alle gewesen. Okay, super. Ja, lag da jetzt noch ein Medikit? Nee, nur eine Pistole und ein Zettel. Ja, ich will jetzt nicht die Waffe nehmen, aber was könnte das sein? Vielleicht, ich bin zurück in 5 Minuten oder so, keine Ahnung. Aber leider auch hier kein Medikit. Hoch! Ach du meine Güte, habe ich mich erschrocken. So, okay, die Steuerung zum Arm ausfahren, einziehen. Nach links und nach rechts. Okay. Warte, damit gehen wir nach unten. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen uns so ein Ding da schnappen, so ein Container, und dann hier wahrscheinlich uns den Weg freikloppen. Aber wie komme ich nach da hinten? Ah. Ist das eine komplizierte Steuerung, ey. Was für ein Blödsinn, ey. Ja, jetzt sind wir am Boden angekommen, ey. Ja, ich will aber so ein Ding mitnehmen. Ich kann das gar nicht nach vorne machen. Nur nach oben, nach unten. Ich versuch mal, vielleicht können wir das auch ohne machen. Fahren das mal nach ganz unten. Ich würde es gerne. Ne, geht leider nicht so, wie ich es mir hier erhofft hatte. Gut, wie kommen wir jetzt an die Container? Ich meine, eigentlich könnte das doch auch reichen, oder? Lol. Okay, jetzt habe ich nur mal die rechte Maustaste gedrückt. Okay, cool, wir haben es geschafft. Ja, boah, super. Ja, das war ja eine echt ein komplizierter Akt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das Tor ist aber immerhin schon auf. So, ich guck noch mal, ob hier irgendwas ist. Aber hier ist nix.
da auch nichts. Nun gut. Dann geht's jetzt weiter. Ich habe nicht mehr so viel Munition, das heißt, ich muss ein bisschen sparsam sein. Ich weiß aber noch nicht, was uns alles so erwartet. Und ein Medikit hätte ich immer noch sehr gerne. Ich denke mal, mich muss nur einmal so jemand anschießen oder antippen und weg bin ich vom Fenster. Das wäre alles andere als schön. Ich sollte mal speichern, weil ich bin ja schließlich jetzt immerhin schon über die Kisten gekommen und ich habe jetzt das Tor schon aufgeknackt hier mit dem Kran. Da sollte ich doch mal, habe ich jetzt lieber gespeichert, bevor ich das alles wieder von vorne machen muss. Ganz langsam. Wer weiß, was da jetzt kommt. Wieso ist das von alleine aufgegangen? Aha, da sind welche. Boah, phew. Oh, Munition. Munition. Halleluja. So. Okay, zwei Stück anscheinend nur. Naja, ist auch ein kleines Räumchen nur. Aber immer noch keine HP, ey. Das darf ja nicht wahr sein. So ein Scheiß aber auch. Naja. Lässt sich nichts machen jetzt hier? Gut, okay. Vielleicht haben wir hier irgendwo was. Okay, auch nicht so wie es ausschaut. Außer ein paar Benzinkanister und. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir hier rechts rein. Vielleicht können wir einmal so außen rum. Kuckuck. Okay, auch nix. Gut, die Straße ist versperrt. Dann müssen wir anscheinend hier durch den Wald wieder. Oh, Wasser. Ja, gucken, wo wir hier raufkommen. So, dann. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwo hochkomme. Aber diese Steine, die lassen mich irgendwie nicht hier hoch. Anscheinend können wir da hinten nicht hin. Okay.
Also von da kommen wir. Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen oder es gibt einen anderen Weg. Ah, guck mal da. Hier haben wir was. Jetzt erinnert mich dieser Part wieder ein wenig an den Anfang. Da waren wir auch in so einem Wald. Hier haben wir eine Hütte. Keine Gegner, weit und breit. Okay, hier ist nichts. Okay, das ist schon ziemlich kaputt alles hier so. Ist da jemand drin? Nö, gut, dann. Ja, aber wie geht's dann weiter? Haben wir irgendwas vergessen? Hier haben wir eine Axt. Steht denn da auf dem Boden? Boah, meine HP, Alter. Ich brauche so langsam echt mal Medikit. Lol. Was zum Teufel? Nee, ne? Ende? Ach du Scheiße. Ja, da sind wir krepiert. Tja. Ja, ich muss sagen, am Anfang war das Spiel ein wenig gruselig, aber so im Laufe des Spiels, ich meine, so die letzten zwei Folgen, die waren dann recht einfach und nicht mehr so gruselig. Ja, was soll man sagen, ne? Also ich fand das Spiel so an sich ziemlich interessant. Leider etwas zu kurz. Ich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht, aber wer weiß, vielleicht kommt noch ein Akt 2 oder so. Ja. Jo, dann war es das auch schon von diesem Let's Play. Da haben wir dieses Spiel wieder abgehakt und ja. Was soll man noch sagen? Ich muss sagen, also ich meine, zum Hauptmenü. Ja, die Credits sind jetzt vorbei. Ja. Oh, ich muss erstmal den Schock verarbeiten. Also man muss sich mal überlegen. Wir sind erstmal auf einer Insel gestrandet. Dann sollten wir hier Ausschau nach Frau und Kind von John Jarrell halten. Und ja, was kam danach? Dann hatten wir die ersten Zombies oder diese Wesen auf dieser Insel, die Insel überrannt hatten, gefunden und hatten da die ein oder andere Auseinandersetzung. Wir wurden an Stühlen gefesselt. Dann hatten wir einen Überlebenden gefunden, haben dann versucht, da irgendwie mit diesem Doktor oder Wissenschaftler zu fliehen. Er wurde aber geschnappt. Ich weiß nicht, ob er überlebt hat. Ja. Was hatten wir danach? Ja, wir hatten halt den Auftrag bekommen, wir sollten auf die andere Seite der Insel zu diesem Sendeturm zu kommen. Ja, das Einzige, was wir dort gefunden hatten, war halt unser Tod, ne? Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also, wir gehen mal zurück. Wir hatten ja hier bei neuen Spiel Kapitel 1, 2 und 3. Wir gehen mal Kapitel 2 rein. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das jetzt hier, ob das jetzt ein neuer Abschnitt ist oder nicht. Aha.
Nein, ist es nicht. Hier sind wir die Treppe runtergefallen. Und hier sind wir in der Kanalisation angekommen. Also das heißt, es ist nichts Neues. Und somit können wir, das Spiel bzw. das Let's Play abhaken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich werde versuchen, weiter so Shooter-mäßige Sachen zu machen. Ich weiß noch nicht, welche Titel gut sind und welche nicht, also zumindest im Shooter-Bereich. Da bin ich auch noch ziemlich ein Anfänger, würde ich sagen. Ja, aber das war's jetzt erstmal von diesem Let's Play. Wir verabschieden uns von Estranged. Schade, dass wir gestorben sind, aber wer weiß, vielleicht kommt noch ein Akt 2 und vielleicht suchen wir diesmal diese Person, die wir, die im ersten Teil, also die wir jetzt da leider, wo wir halt krepiert sind, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt ein Wort gesucht, aber nicht gefunden. Wer weiß, ich halte euch auf dem Laufenden wegen Akt 2, ob da noch irgendwas kommen wird. Falls ihr irgendetwas wissen solltet, ja, ob es da eine Fortsetzung von gibt oder wann sie geplant ist, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich bedanke mich bei allen treuen Zuschauern und für die Kommentare. Wir sehen uns in einem neuen, anderen Let's Play wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss!